Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hexed Remastered zusammen mit dem Wildlife Circle. Yo, ich bin tot! Nur weil ich auf Shanks gewartet habe, weil er gesagt hat, er hätte ein Buch für mich. Hallo Tod. Hallo Arthur. Ich bin Miri. Ach, dieses Modpack ist so anstrengend. Ich weiß schon, warum ich nur Sky-Modpacks spiele. Oh, spielen wir mal ein Hardcore-Sky-Modpack, wo die Challenges nicht ausleuchten. Ja. Hä? Tolle Challenge. Ja, nicht ausleuchten. Ich will mich doch nicht quälen. Lustiger wäre es, wenn es keine Torch gibt. Ja, also das ist keine, doch kein Problem, dann baut man einfach nur Half-Slabs und zwar ne, nach unten. Dann kann nichts. Was hast du denn für ein Buch für mich, Shanks? Wo bist du denn? Ich bin am Schwimmen zu meinem Grab, wo ich in Luft geflogen bin. Ja gut, ich töte noch das Skelett oder noch besser, ich lock's einfach zu dir. Ach toll. Das ist eine gute Idee. Toll, ja. Er muss sich beweisen, bevor er das Buch bekommt. Ja. Aber Louis. Viel von euch. Es ist sogar nur Witz. Hallo, ich hab dir zwei Bücher geschenkt. Ja, ich hätte gern. Ist in dem Modpack was im Meer? Also unter Meer? Ich meine, es ist jetzt total praktisch, wenn Louis jetzt noch das Beginnerbuch. Ja, ich brauche aber das, was Novize zu Dings Upgrade macht. Dankeschön. Ja, aber dann bist du direkt Meister, ne? Ja, dann habe ich direkt alle. Aber fehlt halt noch eins, das ist das Blöde. Ja, Spellbook das Freeze. Dankeschön, Shanks, das hatte ich aber schon. Trotzdem danke. Oh nee, nicht das! Ich mag das Bellbook nicht. Ich gehe da mal. Tschüss. Ich mache hier übrigens seit einer Folge ungefähr ein bisschen Terraforming. Ne? Tschüss, Mia. Fuchs, du hast doch gesagt, du hast noch so Hexit-Rüstungsteile. Was zum Teufel kam der Drachen her? Ich hab mittlerweile... Ja, das kann man sich die ganze Zeit fragen. Wo zum Teufel kommt die Scheiße an die ganze Zeit her? Ja? Irgendwie schon ein bisschen Demo... Irgendwie endet das immer gleich. Was? Ich bin im Wasser schneller als du. Weil du ein Boot hast, herzlichen Glückwunsch. Auch ohne Pets, weißt du? Oh, schon wieder Sirenen. Oh nein, Blui, du hast mir keine. Oh, Fräulein, zwei Hölzer. Zwei Hölzer. Ja, aber es muss ein Oakwood sein. Nein, muss. Doch. Miri, wo bist du oder kommst du da weg? Miri? Ich weiß nicht, ob ich nicht schon wieder fest... Ich glaube, ich bin schon wieder so dumm festgebackt. Da ist ein Loch in der Wand. Das ist das Gefährliche bei denen leider. Ich kann auch Birchwood etc. Nein, ich kann mich halt frei bewegen, aber... Weißt du? Ja. Toll. Hey. Wo bist du hingefahren? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht reicht's ja, wenn ich disconnecte. Ja. Kann halt sein, dass du direkt wieder dem Band verfällst, sobald du reinkommst. Normalerweise war es immer bei den anderen so, dass du halt dann festsackst und nicht mehr weiterkommst. Und das klingt ähnlich wie bei dir. Nee, ich kann mich ja bewegen, ich krieg gar keinen Schaden. Davon habe ich drei. So, welchen Schaden bekommst du davon ja nicht. Was ist denn der Unterschied eigentlich? Full Set Stats. Also da hast du andere Sachen. Soll ich dir meine Koordinaten schicken? Ja, kannst du mal machen. Kannst also ja den Schoko nehmen. Ich hätte gerne eigentlich etwas wie Stärke schwimme. Oder... Warum nicht? Nimm doch den Schoko. Aber einer muss auf die Kinder aufpassen, weißt du? Warum nicht? Ja, frag die anderen. Ich weiß nicht, was die alles haben. Was denn? Hab's im Chat. Danke. Was die Sets alles haben? Ja. Jo. Für den Gesang zuhören. Tribal kannst du höher springen. Steve bist du schneller. Scale hast du Resistenzen. Ich glaube, Scale ist die beste, die man machen sollte. Was also macht die Sage? Wenn hätte ich gerne Scale. Sage gibt dir Absorption. Achso. Ist das nervig, der Gesang? Pummeluff. Hallo, Baloui. Hallo, Miri. Ich bin hier auf dieser Insel. Ich glaube, die Sage Insel. Ist auch die stärkste von denen. Die sieht auch am schönsten aus. Die lila? Nee, die hellblaue. Rollei. Nicht Scale, Sage. S-A-G-E. Hört es immer, Louis. Rette mich. Hört sie. Tue ich.
Blöd, ich hab mir übrigens 5 Dinger zugeschmissen. Dankeschön. Sind tot. Ja, dann disconnect ich mal. Und dann pass mal auf deine Ohren auf. Ja, ich weiß, ich hab's vergessen letztes Mal. Diese Sirenen sind echt mies. Was brauche ich als nächstes? Als nächstes das liegt bestimmt dran, dass ich auf dem Chocobo bin, deswegen funktioniert das nur so ja, seltsam. Ja, wahrscheinlich. Weil ich kann ja weiter mich frei bewegen und rumlaufen, aber... Normal sollte das halt nicht gehen. Da ist ein Piratenschiff! Ich enter das Piratenschiff. Also. Kann das einfach aus Holz machen? Ja, aus Holz zwei Knöpfe machen, zwei Knöpfe quer craften und dann hast du... Knöpfe quer craften. Ah, du Ohrstöpsel. Wo haben wir eigentlich 12 Wildpower hier aktuell? Geht das nur mit normalem Holz? Ich habe eine Watermill hingepappt. Es geht eigentlich Knöpfe aus, geht aus vielen Holz. Ja, aber ich habe hier ein... Weil die 12. Ich glaube, das geht nur aus normalem Helden. Wo hast du die hingepackt? Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Folge... Sora hatte irgendwie sowas gesagt. Also. Vielleicht ist es wirklich nur aus dem... Banks, wo hast du die hingepackt? Geht, glaube ich, nur aus Oak. Irgendwo ums Haus herum. Ach, genau, da lang. Genau, da. Richtung Norden. Ups. Du. Sehr 16. Was fehlt dir noch, Sora, für eine Pflanze? Ach so. Hätte ich gerne. Akazien-Säbling. Du musst einfach immer den höchsten Waterflow an die Seiten bringen. Ach so. Ich habe mich gerade gewundert, wo wir 16, wo wir 12 herkriegen. Hier ist irgendwie ein Randal auf dem Schiff hier. Irgendwie ist meine Rüstung fast kaputt. Kann man die reparieren? Oh. Keine Ahnung. Nein, nein, Seeschlange. Oh, okay. Das war ja nett. Schlange oder Seeschlange? Ja, so ein großes Ding, das mit Blubberblasen auf mich geschossen hat. Eine Seeschlange, cool. War nicht nett von dir. Die sind süß. Nein, war nicht so nett. Ich hab noch keine davon richtig gesehen. Das hat mich nur angegriffen und dann bin ich gegangen. Vielleicht wollen die mit dir kuscheln, Miri. Wo ist das denn jetzt hin? Hallo? Au. Au. Hallo? War doch gerade noch hier irgendwo, oder nicht? Hast du den Kleinen schon gemacht? Ich hab das gut. Das war dumm. Ja. Eine Hexe aus der Spinne habe ich auch noch. Kannst du mal die Blätter hier wegmachen? Welche denn? Wieder. Alle? Alle. Mach dir doch eine Skype, oder wie das Ding heißt. Wo ist der scheiß Spawner? Tinker's Construct, diese Home. Mach 3x3. Hier muss irgendwo ein scheiß Spawner sitzen im Schiff. Drei. Wo ist das Ding jetzt hin? Ich wollte es doch mal sehen. Oh, anscheinend hinter mir. Oh, braucht ihr Hilfe, Blau? Das ist ein Garados. Oh, shit. Ja, dann ist ein Garados, super. Ich komm mal helfen. Seid ihr jetzt nochmal an der einen Stelle? Oh, nein. Feuer, jo! Ich zünde einfach das scheiß Piratenschiff an. Oh, es gibt kein Boot mehr, das ich einfach klauen kann. Muss ich mir jetzt selber eins bauen. Ich habe immer so das Problem, dass wir nicht genug Grid-Power haben. Wieso, wie viel brauchst du? Weil Louis, willst du die Seeschlange mal sehen? Nein, die sind gefährlich. Ja, sie hat mich umgebracht. Jetzt muss ich Chocobo retten. Die sind so stark wie Drachen. 8x16 bräuchte ich. Ja, ich wollte es nur mal sehen, aber es hat mich getötet und ist aufs Land gesprungen. War richtig scheiße von ihm. Ja, fies. Feines Sisipo. Ah! Okay. Böse Lachen. Hoffe mal, das Ding killt mich nicht gleich nochmal. Es sah aus wie ein Garados. Es war so blau und weiß. Kann man die gut töten? Das war ein böser Creeper. Ich sammle gerade Hühnerblau. Willst du mir helfen, eins zu töten? Nee, lass mal. Also man kann da mit den Schuppen der Meerjungfrauen halt eine Rüstung machen, aber das Problem ist, die zu töten ist halt nahezu unmöglich.
Das ist so, als wenn du jetzt einen Drache töten würdest. Das geht auch nicht mal eben so. Ja, hallo. Musst du so Shanks fragen, der hilft dir da. Nicht. Shanks, der Drachentöter. Was ist ein See? Haben Sie Probleme mit Drachen? Hallo, hallo Shanks. Du musst dir von Miri die Koordinaten schicken lassen. Ich weiß nicht, wo die ist. Ihr habt die Koordinaten schon. Aber jetzt erstmal wieder. Das waren aber die alten Miri-Koordinaten, oder? Hast du neue gemacht davon? Ich bin jetzt schon ein bisschen woanders. Oh, ich bin jetzt. Wofür verbrauchen wir gerade so viel Grid? Für mich! Wieso? Weil er fliegt. Weil ich fliege. Ich hoffe, der Chocobo lebt noch. Lass uns doch erst mehr Watermilch machen. Wir müssten genug Ich bin unfähig. Du hast den dabei. Ja. Cool. Darf ich dich schlagen, wenn du zurück bist? Ich komm gleich zurück. Oh, man. Was hat er dabei? Ist da wieder den Stein für die Watermilch. Den Stone, den man in der im Dings macht, hier in diesem... Wie heißt das? Im Resonator. Resonator, ja. Ja, Stormburn. Oh nein, der ist da noch auf der Insel drauf. Soll ich jetzt vorher Miri helfen oder zurückkommen? Das sind 400. Wir müssen erstmal schnell schlafen gehen, weil sonst haben wir da ein Problem. Och, Probleme, das ist was Unwichtiges. Miri, schick mal die neuen Koordinaten, bitte. Ja. Vor allen Dingen dürftest du eigentlich gar nicht fliegen können, weil ein Grid verbrauche ich. Das stimmt. Das Ding liegt hier auf einer Insel. Vielleicht ist es, vielleicht kann es nichts tun. Vielleicht kann man das einfach so töten, weil es wehrlos ist und auf der Insel drauf liegt. Oh, bleibt hier aber stehen in sicherem Abstand. Sicherer Abstand. Ja. Hat es das Chocobo getötet oder nur dich? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht näher ran. Da ist ein Unterwasserbötchen. Eieieiei, Miri, ich komme sofort. Warte, ich muss mal ein bisschen Platz machen. So. Hallo? Ich bin hier ganz allein auf einer dunklen Insel. Könnte jemand Tag machen? Ach ja, das stimmt, das wollte ich machen. Was ist das für ein Gebilde? Wer oder was? Ist das? Noch gar nicht auf dem Weg hierher, Balubi. Hä? Ich habe auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich lege mich im. Ne, ist auch egal. Vielleicht hast du ein Bett für unterwegs. Bett für unterwegs? Oh, das wäre toll. Das ist Bed to go. Gibt's das? Oh. Warum liege ich plötzlich? Ja. Fünks, was blöd. Hey, da ist ein Fünksgrab. Ist Fünks etwa vor die Tür gegangen? So. Ja, ich gehe einfach nie wieder vor die Tür. Armes Fuchsi. Bin bald bei mir. Ich geh einfach nie wieder. Ja. Wisst ihr, wenn das ich habe ein Garados gefangen. Mhm. Hallo, Vorsicht, da ist das Garados. Hey, warte, Balui. Ja, Sora? Ja. Boah, ich hasse dieses Modpack. Oh. Leckt halt auch ständig. Jetzt siehst du das Garados schon. Vielen lieben Dank. Ja, das Garados sieht toll aus. Süß, ne? Aber irgendwie bin ich noch halb tot von der Reise. Ja, dann komm erstmal zu mir. Das scheint einen hier drüben nicht zu sehen, das Garados. Nee, ich komm nicht hoch. So. Steht das sie sieht mir? So aus, als würde es nicht von Hallo, hast du meine Rüstung an? Ich bin mir halt nicht sicher. Ich bin nicht zu nah Hast du meine Rüstung jetzt an? Ich hab die gekriegt von Sora. Achso. Au, ich brenne. Sora, warum hast du die jetzt gemacht? Feuerblume. Er ist jetzt nicht nice. Ist egal. Ist okay. Man hat du hockst sowieso oh nein, nur da drin. Wenn man die abbauen will. Ja. Sind ja nur ich muss Miri retten. Ich muss hast Miri du Garados retten. Jetzt umgebracht? Brauchst du das? Du hast Garados umgebracht. Bring die Scales mit, Shanks. Daraus kann man auch gute Rüstung bauen für alle. Der ist so stark wie ein Drache. Free Hit. Na gut, vielleicht ist er nicht ganz so stark. Hast du da die Scales rausgeholt? Oh, der Chocobo lebt einfach noch. Er wurde nicht gefressen. Na gut. Unglaublich. Miri, hast du so viel ein Boot oder so da? Ja, das steht da an Land. Siehst du nicht? Die Eier sind halt immer noch nicht geschlüpft. Jetzt mach doch mal hin, ihr blöden Chocobos. Da hinten in der Ecke, Chocobos. Wo ich herkam, wo die brennenden Blumen waren. Das da irgendwo am Ufer. Hier, schau mal hier hinten.
Meine Rüstung ist gleich kaputt. Ja, ich nehme den Schoko. Man kann die reparieren irgendwie, Shanks. Musst du mal gucken. Ich glaube mit... Keine Ahnung, mit Dias oder sowas. Ich probiere es mal mit Gold oder so irgendwas. So, jetzt haben wir ansonsten Google doch einfach Shanks. Ja, mache ich gleich. Ich will nur noch nach Hause. Das wird für dich ja aktuell das Einfachste sein. Da ist ein unterirdischer Dungeon im Wasser. Miri, wollen wir den machen? Den wollte ich angucken und dann wurde ich von Garados angegriffen. Das ist kein... Das ist ein Garados. Du hast ihn nicht gesehen, er sah aus wie ein Garados. Es ist ein Garados. Ja. Okay, es war ein Garados, okay. Ich hab halt nichts, um meinen Schokobo anzuleihen. Warum willst du es denn anleihen? Ja, weil die sich umbringen. Da ist ein Seepferdchen, da ist ein Seepferdchen. Oh, wie niedlich. Die Chance raff ich gleich richtig aus. Au. So, wollen wir vielleicht mal die Folge beenden? Ja. Nein. Dann, Miri. Ich war fleißig. Ich hab angefangen? Ja. Na gut. Hat einer von euch einen Glasgatter im Inventar? Warte, lass mal eben Miri die Folge beenden. Okay, gut, dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Wenn ihr das aus anderen Perspektiven sehen möchtet, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, dass ihr die anderen verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bleibt für euch.